Dann hallo zusammen, willkommen zu meinem Vortrag zum Thema QGIS Server Einsatz im Unternehmen. Kurz zu mir, ich bin eben Softwareentwickler bei der Firma Citycom. Wir machen Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation. Im Grunde geht es darum, schnelles Internet auf vielen Art und Weise zur Verfügung zu stellen, unter anderem mit 5G-Ausbau, Cloud-Infrastruktur und in dem Bereich, wo ich tätig bin, ist Breitbandausbau, also zum Beispiel Glasfaserplanung und Dokumentation. Und in dem Zuge haben wir auch eine eigene Geodateninfrastruktur und da haben wir jetzt auf QGIS Server gesetzt, den ich heute vorstelle und wie wir den nutzen. Kurzer Überblick über den Vortrag. Es gibt einen groben Überblick über QGIS Server generell als allgemeine Einführung, dann wie man das installiert und konfiguriert, dann zeige ich mal ein Beispielprojekt, dann gehen wir darauf ein, wie PostGIS und QGIS Server miteinander zusammenspielen, dann wie wir es eben konkret bei uns nutzen und welche Themen wir für die Zukunft uns noch vorgenommen haben und am Schluss gibt es noch ein Fazit über den QGIS Server. Also was ist der QGIS Server? Die meisten kennen ja nur das Desktop-Programm, aber es gibt eben auch eine Server-Komponente, die man eben auf einem Server installieren kann und man kann dann diese ganzen klassischen Standards wie WMS, WFS und WCS publizieren und es werden eben alle Formate gelesen, die QGIS Desktop eben auch kann und das Spannende und das Alleinstellungsmerkmal von QGIS Server im Vergleich jetzt zu anderen Geodatenservern ist, dass das Rendering, also die Art und Weise, wie die Karten dann aussehen, die nach ausgeliefert werden, 100% exakt genauso aussehen, wie man es im QGIS Desktop hat. Und das ist für uns eben wichtig, weil wir eben relativ viele QGIS-Projekte haben, QGIS-Stile für alle möglichen Daten und wir uns dann somit sicher sein können, dass die wirklich genauso im Web auch landen, wie wir sie eben lokal im QGIS Desktop darstellen. Dann eine spannende Sache ist auch noch, dass die WMS, WFS und so weiter, diese ganzen Server-Einstellungen werden auch über ganz normale QGIS-Projekte erstellt und können sozusagen einfach über Klicken in der QGIS-Oberfläche erstellt werden. Das zeige ich dann auch gleich nochmal. Als nächstes möchte ich kurzes mit GeoServer vergleichen. Das ist ja auch eine sehr bekannte Geodatensoftware. Also man sieht, das ist ein sehr, GeoServer ist nur kurz als Exkurs, eine sehr große Software, die, das kann ich hier schauen, die alle möglichen Geodatenformate lesen kann, sehr als verschiedene Standard publizieren und auch ganz viele Datenformate erzeugen kann. Und wenn man jetzt QGIS Server anschaut, habe ich mal abgestrichen, was es nicht kann. Es ist keine Garantie auf Vollständigkeit, aber man kann sehen, auf jeden Fall QGIS kann auf jeden Fall relativ viel lesen, auch viele Standards publizieren und auch viele Geodatenformate publizieren. Also hat im Vergleich zu GeoServer auch auf jeden Fall einige Komponenten, ist nicht alle, aber wenn man eben auch nicht alle braucht, dann ist es eben auch eine gute Wahl. Als nächstes, wie installiert man QGIS Server? Also einmal kann man es nativ installieren auf Linux und Windows, meines Wissens. Was wir gemacht haben, wir haben das Docker-Image von Camp2Camp genommen, das auch sehr gut funktioniert und auch gut gewartet wird, also kann ich empfehlen. Und die Konfiguration passiert eben einmal über eine Projektdatei, wie ich schon gesagt habe, im QGIS. Und diese Projektdatei kann abgelegt werden als Datei oder als in einer PostGIS-Tabelle. Es gibt da eben eine Möglichkeit, wie man QGIS-Projekte direkt in PostGIS ablegen kann. Und man kann aber auch noch ein paar generische Einstellungen machen mittels Umgebungsvariablen. Dann schauen wir uns jetzt mal so ein QGIS-Projekt an. Ich kann schauen, ob mein Pointer hier funktioniert. Mache sie gerade nochmal neu, Moment. Ah, genau. Also ich habe hier meinen ganz normales QGIS-Projekt. Ich habe jetzt einfach mal drei Layer reingeladen, Orte, Flüsse und Ländergrenzen. Und da kann ich jetzt
In den Projekteinstellungen kann ich jetzt, gibt es hier einen Menüpunkt für QGIS Server und da kann ich jetzt alle möglichen Sachen einstellen. Also die meisten Einstellungen, würde ich behaupten, muss man nicht anfassen, aber sie sind eben da. Was ich besonders wichtig finde bei der WMS-Einstellung ist, dass dass man einstellt, dass alle, wenn man einen Feature-Info-Request macht, also auf die Karte klickt und eben über einen bestimmten Punkt eine Abfrage machen will, dass dann immer die Geometrie mitgeschickt wird. Dann, wenn man Vektordaten publizieren will, dann muss man immer explizit eben angeben, welche Vektordaten publiziert werden sollen. Und man kann hier auch noch weitere Sachen angeben, wie Update, Insert, Delete, das, was wir allerdings noch nicht nutzen, und auch eine Precision. Und im Gegensatz zu den Vektordaten werden immer die WMS-fähigen Layer werden immer automatisch publiziert. Die kann man aber auch hier mit den Exclude-Layers auch ausschließen, wenn man die eben nicht haben möchte. Was ich auch noch sehr spannend finde, man kann in der QGIS-Oberfläche den einzelnen Attributen auch Aliase zuweisen und diese Aliase werden dann auch in der über den WFS oder WMS publiziert, sodass man dann in einem WebGIS, dass man dann zum Beispiel darauf anbindet, dann direkt die Alias-Namen nehmen kann und nicht diese kodierten Spaltennamen. Und damit wird das WebGIS-Erfahrung dann oft auch ein bisschen übersichtlicher und es können eben auch klassische GIS-Anwender, die jetzt nicht unbedingt Softwareentwickler sind, können jetzt trotzdem da auch Einstellungen machen und für ihre Fachbereich spezifischen Begriffe eben benutzen, die die Softwareentwickler nicht können. Also das hat eben noch den Vorteil, dass ganz klassische GIS-Anwender auch die Möglichkeit haben, die Einstellungen auf dem QGIS-Server auch zu verändern. Dann als nächstes, wie frage ich überhaupt ein QGIS-Projekt ab? Also habe ich jetzt hier einfach einen ganz normalen WMS-Request und da ist es jetzt so, dass ich hier eine Map Variable noch hinzufügen muss. Also man hat hier jetzt ganz klassisch diesen Service und welchen Request man haben will und dann zeigt man jetzt hier in der URL eben auf das Projekt, wo das man eben abfragen möchte. Und das funktioniert auch ganz gut. Allerdings, wenn man in einem Unternehmensumfeld arbeitet, dann liegen idealerweise die ganzen Daten in der Geodatenbank. Also konkret PostGIS bei uns. Und das schauen wir jetzt nochmal genauer an. Und zwar kann QGIS Server eben auch QGIS-Projekte lesen, die in einer PostGIS-Datenbank gespeichert sind oder in einer Postgres-Datenbank. Ist ja im Prinzip gleichbedeutend. Und nur, dass PostGIS eben die räumliche Erweiterung ist. Die Tabelle für die QGIS-Projekte, die heißt immer QGIS Projects. Ist aber keine räumliche Tabelle, sondern hat einfach nur den Projektnamen und dann die Tabelle. Das QGIS-Projekt komprimiert in der Tabelle gespeichert als Blob und dann ist es noch wichtig, dass man seinen QGIS-Server so einstellt, dass er immer periodisch abfragt, dass wenn das Projekt sich geändert hat, damit wenn man irgendwas im Projekt ändert, dass das dann auch sofort an QGIS-Server weitergeleitet wird. Das funktioniert auch mit WFS eigentlich immer und ich habe es noch entdeckt, dass es da bei WMS noch einen Bug gibt, wo das nicht immer funktioniert. Da habe ich jetzt noch keine wirkliche Lösung gefunden, außer dass man QGIS-Server restarten muss. Das ist noch so ein kleiner Wermutstropfen, den ich da entdeckt habe, aber sonst an sich funktioniert es ganz gut, dass man die ganzen QGIS-Projekte in der PostGIS-Datenbank speichert, da verändert und es eben sofort dann publiziert wird. Jetzt aber die Frage, wie fragt man jetzt das aus der Datenbank ab? Ich habe jetzt hier wieder meinen Capabilities-Request und wenn ich jetzt auf die Datenbank zugreifen will, dann muss ich hier dieses Monster an Text noch hinzufügen. Also erstmal eine PostgreSQL-Verbindung, mein Datenbanknutzer, mein Datenbankpasswort, Localhost, wo halt diese Datenbank klickt, dann der Name von dem Schema und so weiter. Also ganz viele Daten, die auch üblicherweise der Nutzer oder die Nutzerin gar nicht kennen soll und auch nicht eingeben können oder müssen, also muss, damit es eben benutzerfreundlich bleibt. Und da gibt es dann eine kleine Vereinfachung. Und zwar kann man ein sogenanntes Service-File benutzen. Da wird dann die PostgreSQL-Verbindung wird dann hier in dem sogenannten Service-File gespeichert. Also die ganzen Daten wie Passwort, Username und so weiter werden in einem Service-File gespeichert. Und genau, das Service-File schaut eben so aus, wie es hier ist.
Und das kann irgendwo auf dem Server rumliegen und dann referenziert werden. Jetzt aber auch so, dass wir die User auch nicht wissen sollen, wo jetzt das Service-File liegt. Und deswegen ist es so, dass, da komme ich jetzt gleich drauf, wir uns da eine eigene Methode überlegt haben, wie das funktioniert. Nur kurz, wie viel Zeit habe ich noch? Ach so, weil ich hatte mich gerade verwirrt, dass es nur noch 2 Minuten waren, aber ja. Genau, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Dann nochmal einen Schritt zurück. Das Service-File ist einfach eine Datei, die auf dem Server rumliegt, hat dann eben die ganzen Daten gespeichert und die kann dann wieder hier überall angegeben werden. Zum Beispiel hier kann ich jetzt meine Service-Datei angeben und dann eben mein Projekt spezifizieren, das in meinem QGIS-Server rumliegt. Und da ich aber auch den User nicht zumuten möchte, dass sie trotzdem so lange URLs an den QGIS-Server schicken, haben wir jetzt das Ziel gesetzt, dass es eben eine einfache Schnittstelle geben soll und eben auch die Clients auf keinen Fall Einblick in die internen Prozesse von unserem Server haben und auf keinen Fall irgendwie Datenbank, Passwort oder irgendwas auch nur entfernt in der Richtung irgendwie öffentlich sein muss oder soll. Und die Lösung war, dass wir eben einen Proxy zwischen QGIS Server und dem Client geschaltet haben. Das schaut dann so aus. Also ich versuche das mal jetzt ein bisschen durchzugehen. Also wir haben hier den Client, das kann jetzt ein ganz normaler Mensch sein, der einen WMS-Request absetzt, aber es kann auch eine Maschine sein, also ein WebGIS-Backend oder eine WebGIS oder einen QGIS-Client. Und der fragt dann hier einmal ab, also einmal diese Base-URL, was auch immer das sein mag, dann API als Schrägstrich zum Beispiel und dann kann jetzt sagen, ich möchte jetzt mein Hamburg-Projekt haben, dann Schrägstrich WMS und kann dann hier Request Capabilities machen und kriegt also eine sehr einfache WMS-URL, die einigermaßen benutzerfreundlich ist. Das Problem ist, dass diese URL wird von QGIS-Server so erstmal nicht verstanden, weil QGIS-Server ja nicht weiß, wo jetzt das Hamburg-Projekt liegt und so weiter. Deswegen haben wir jetzt ein Backend geschrieben in Go, das noch viele andere Sachen macht, aber unter anderem nimmt es eben den Request vom Client an und schreibt den um, so dass der an QGIS-Server gesendet werden kann und auch so verstanden werden kann. Und da wird erstmal ein Service-File referenziert, wo die ganzen Zugangsdaten für die Datenbank drinstehen. Und zusätzlich wird dann hier bei Project noch angegeben, um welches Projekt sich eben handelt. Dann wird es an QGIS-Server geschickt. Und was mit diesem Header auf sich hat, werde ich gleich noch sagen. QGIS-Server kennt dann dieses Service-File, das auf dem Server rumliegt. Und kann damit sich gegenüber PostgreSQL authentifizieren, schickt dann SQL-Abfragen, PostgreSQL schickt die Daten an QGIS-Server zurück. QGIS-Server macht dann irgendwas damit, entweder umstrukturieren oder Karte draus rendern und schickt diese Antwort wieder zurück an das Go-Backend und das wiederum an den Client. Und da gibt es eben noch eine Sache, dass QGIS-Server ja selber denkt, dass er unter dieser Adresse verfügbar ist. Also QGIS-Server und dann Port 9999 zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ein Capabilities-Dokument anfordere, dann stehen ja überall Links drin zu diesen ganzen Diensten, die da drin sind. Und wenn ich jetzt da keine spezielle Einstellung mache, dann steht auch hier immer drin, der WMS ist verfügbar unter dieser URL mit diesem kryptischen Namen. Und um das eben zu verhindern, kann ich dem QGIS-Server sagen, er soll seine Base-URL komplett ändern, so dass es eben aussieht, wie es der User eben erwartet, dass auch die Links richtig gesetzt sind und auf den externen Link gesetzt werden und nicht auf den internen Link, mit dem man es eben abrufen muss. So, dann noch eine Sache zu dem Service-File. Da ist es eben auch so, dass diese Datenbankverbindungen, die will man irgendwann auch wechseln. Und das ist eben dann sehr einfach mit so einem Service-File, weil es einfach nur eine Datei ist, die
ein User-Passwort drin hat und die kann ich viel leichter wechseln, weil es oft ein Problem bei QGIS-Projekten, dass wenn man eine Datenbankverbindung speichert, dass die dann auch direkt ins QGIS-Projekt hart reingespeichert wird und es ist ziemlich mühsam, das dann wieder zu ändern und da ist eben eine gute Variante, diese ganzen Layer mit dem Service-File zu konfigurieren, wenn man irgendwann mal vorhat, das Passwort zu ändern oder alles Mögliche, dann muss man nur das Service-File einmal ändern und die ganzen QGIS-Projekte können an sich gleich bleiben, ohne wirklich wir müssen gar nicht angefasst werden, man muss nur dieses Service-File ändern. Es ist ein bisschen kompliziert, muss ich zugeben, aber es ist auf jeden Fall, wenn man es einmal eingerichtet hat, sehr komfortabel und eben auch upgrade-sicher. Also man ist da nicht in diesen alten Einstellungen gefangen. So, was haben wir uns für die Zukunft noch für Themen überlegt, die wir brauchen? Und zwar einmal ein Feature, das ich bei GeoServer immer geschätzt habe, ist, dass man per API-Call Projekte ändern kann. Das geht bei QGIS-Server nicht, zumindest noch nicht. Es gibt ein Projekt, relativ neu, das ich hier verlinkt habe, QGIS-Server Administrator. Und damit kann man über einen API-Call auch schon QGIS-Projekte verändern. Das ist noch, wird noch viel gerade daran entwickelt und das wollen wir jetzt auch mal bald mal ausprobieren, um auch dynamisch Layer hinzuzufügen oder zu ändern. Dann als nächstes wollen wir auch gerne mal die OGC-API-Features ausprobieren. Das geht an sich schon, aber das hat noch ein paar Probleme in der Einstellung. Also ganz konkret konnte ich diesen Header hier nicht setzen, sodass dann die Responses von der OGC-API-Features immer so aussehen, wie es eben intern für den QGIS-Server aussieht. Und das soll eben nicht nach außen zu dem Client kommen. Das ist eben noch so ein kleines Teilchen, was uns daran hindert, OGC-API-Features zu nutzen. Habe ich auch schon Issue bei GitHub gemacht. Sonst wollen wir noch ausprobieren, Daten editieren. Und das geht eben mit dem WFS Transactional. Allerdings muss man da so ganz krude XML-Dateien hin und her schicken, was jetzt auch nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist. Und da wäre das natürlich praktisch, wenn wir das mit OGC-API-Features irgendwann machen können, aber das ist noch nicht implementiert. Als nächstes wollen wir auch noch die direkte Einbindung in QGIS-Desktop noch besser vorantreiben, weil momentan nutzen wir ein internes WebGIS, wo wir die ganzen, die ganzen Dienste einbinden. Dann PDF-Druck wollen wir auch noch ausprobieren und das ist auch ein sehr mächtiges Feature, das ich allerdings noch nicht getestet habe, dass man diese ganzen Zusammenstellungen, die man bei QGIS machen kann, im Desktop kann man auch 1:1 einfach in den Client schicken, was super praktisch ist. Und ja, noch ein paar Bugs fixen, die eben da aufgekommen sind. Als Fazit möchte ich sagen, ich finde es ein super Projekt. Es hat auch so seine kleinen, das Einrichten auch manchmal so kleine Tücken, aber an sich alles gut dokumentiert und die Community ist auch hilfreich. Das absolute Killer-Feature ist nach wie vor, dass das Styling exakt so aussieht, wie es eben die Benutzer im Desktop eben machen. Das ist sehr anwenderfreundlich, weil die ganzen, wir haben eben sehr viele GIS-User, die halt auch sehr gut darin sind, eben wirklich ausgefeilte Styles zu machen und um die wirklich 1:1 so in den Webclient zu transportieren, ist meines Wissens jetzt erstmal nur so mit QGIS-Server möglich. Dann, was eben noch praktisch ist, ist die Konfiguration direkt im QGIS-Projekt. Also bis Vor- und Nachteil, also man muss es im QGIS-Projekt machen, also klicken. Es wäre aber besser, wenn man es auch zusätzlich automatisieren könnte, aber das ist ja auch schon in Arbeit. Und sonst Datenbankzugriff kann etwas kompliziert sein. Wir haben es mit diesem Service-File gelöst, was auch jetzt funktioniert, aber der Schritt bis dahin ist noch nicht so ganz einfach. Was noch nicht so gut ist, es werden eben nicht alle Dienste und Formate unterstützt, aber schon relativ viele und man kann eben halt noch nicht per API konfigurieren. Ich habe jetzt hier noch eine Sammlung von Links zusammengestellt, hier die Version von QGIS, die kann man jetzt auch schon wieder updaten, weil jetzt kürzlich ein neues Update rauskam. Und dann noch ein kurzer Info, das ein bisschen off-topic ist, was aber auch mit QGIS zu tun hat. Wir haben nämlich bei uns intern auch einige QGIS-Plugins, die wir über so einen internen über das QGIS, das Plugin-Management installieren können und da kann man sich ein QGIS-Plugin-Repository aufsetzen und wir haben das selber geschrieben in der Programmiersprache Go und auch Open Source veröffentlicht, also ein Kollege hat das geschrieben. Es ist einfach per Docker-Image deploybar und ja, wen es interessiert, kann es gerne mal ausprobieren und beziehungsweise wer genaueres wissen will, wie so ein QGIS-Plugin-Repository funktioniert, der kann auf den übernächsten Vortrag warten, da geht es nämlich genau um das Thema. Alles klar, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bin bereit für Fragen. Ja.
Ja, super, herzlichen Dank, Jakob, für den spannenden Vortrag. Es gibt auch zahlreiche Fragen. Oha. Die erste, keine Angst, ja. Die erste, die ich stellen möchte, ist dieses, was du vorgestellt hast, der Proxy, den du in Go geschrieben hast, ist der auch Open Source? Ist der verfügbar? Nee, der ist nicht Open Source, wobei er auch tatsächlich gar nicht so komplex ist, weil, also wir machen da viele andere Sachen noch drin und Detail mit dem Proxy, den haben wir jetzt noch nicht Open Source gemacht, könnte man drüber nachdenken, aber tatsächlich passiert wirklich nicht viel. Man nimmt einfach nur hier eine URL, die reinkommt, schreibt die dann um und sendet die weiter, setzt noch den Header dazu und das war es im Prinzip. Also das hat auch nichts mit der Programmiersprache Go zu tun, das kann man mit Python machen, Java, was auch immer man mag. Ja, okay, und da passt auch die nächste Frage, was ist der Vorteil von dem Proxy in Go gegenüber einer Reverse-Proxy-Lösung mit Nginx zum Beispiel oder... Bei uns war es so, dass man eben viel mehr Möglichkeiten hat, da wirklich Sachen zu skripten und zu ändern. Also ich muss im Prinzip aus der einkommenden Abfrage, muss ich mir halt dieses Hamburg hier konkret, dieses Projekt Hamburg rausziehen, das mir merken, dann das hinten wieder einen neuen String erstellen, wo das dann angefügt wird. Und den Header setzen, das war für mich jetzt einfach einfacher, das in einer normalen Programmiersprache zu machen und mit Nginx kenne ich mich exakt auch gar nicht so genau aus, wie das mit diesem OL-Umschreiben funktioniert und da wir eh schon ein Go-Backend hatten, haben wir das damit gemacht, ja. Möchtest du da gerade was zu sagen, Marco, oder? Also eben üblicherweise macht man das mit URL-Rewriting, zum Beispiel wir benutzen jetzt Apache, in Apache gibt es das Mod-Rewrite und das kann auch URLs umschreiben. Und das Gute ist dann, also der Cookie-Server, der merkt dann auch, dass die ursprüngliche URL, dass das nicht dieselbe war und schreibt dann die URL, die der Client angefragt hat, rein und nicht die umgeschriebene. Ja, danke für die Anmerkung. Ja, dann gibt es noch eine Frage, wie bekommt man denn eigentlich so ein Cookies-Projekt in die Datenbank? Das ist ganz einfach. Man nimmt einfach das, im QGIS Desktop hat man ein Projekt und dann kann man, ich weiß nicht, Datei speichern unter und dann kann man auswählen, entweder Datenbank oder Projekt oder Dateisystem und dann ist es sofort gespeichert und QGIS legt dann auch sofort die Tabelle an QGIS underscore Projects und ja, also sehr einfach über die Benutzeroberfläche machbar. Und löschen kann man die da auch? Kann man auch löschen, ja. Wunderbar, das ist nämlich auch eine Frage gewesen. Ja, dann gibt es eine Frage, wie integrieren QGIS Desktop und QGIS Server bezüglich dem Entwicklungsprozess? Also wir haben, das ist eigentlich relativ getrennt, also wir haben eben QGIS Anwender, die speichern ihre Daten dann in der Datenbank ab und in QGIS Projekte und QGIS Server liest das wieder aus. Und wir haben ja auch nicht wirklich was daran entwickelt. Also wir haben im Prinzip einfach nur die bestehende Software, die es gibt, so zusammengesetzt und nur diesen Proxy halt da kurze URL umgeschrieben. Sonst sehe ich da keine Überschneidung. Okay. Dann gibt es noch eine Frage, lassen sich Infoabfragen stylen, wie auch beim Map-Server? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kenne das Feature vom Map-Server nicht. Ich kann eine Infoabfrage eben machen, also dieses WMS-Get-Feature-Info und kann da eben sagen, welche Layer abgefragt werden sollen an diesem gewissen Punkt und kriegt dann ein Geo-JSON zurück mit den, oder ein JSON und oder auch ein Geo-JSON, wenn es eben mit Geo-Koordinaten hat und damit, das kann ich dann im Client stylen, wie ich möchte. Okay, genau, und funktionieren auch Geo-Packages als Datenquelle? Ja, auf jeden Fall, also alles, was QGIS Desktop lesen kann, kann auch QGIS Server lesen. Ja, dann gibt es noch eine Frage, wie setzt ihr QGIS Server im Bereich der Glasfaserplanung ein? Welchen konkreten Anwendungsbereich deckt ihr hier ab? Ja, wir haben eben viele Projekte und haben eben unsere thematischen Layer, die dann von den Kollegen auf diese Art und Weise eben gestylt werden und wenn man die eben nicht nur auf dem eigenen Desktop verfügbar haben will, sondern auch mit Kollegen zum Beispiel in einem WebGIS teilen will, dann kann man die eben da veröffentlichen und dann sind die Styles eben genau so gemacht, wie man sie im Desktop hat und online verfügbar und kann damit sozusagen eine größere Reichweite erreichen oder auch wenn man nur jemand gibt, der jetzt mal nur schauen möchte, was gerade eben passiert, dann kann man das direkt
im WebGIS machen und muss nicht erst ein ganzes QGIS hochstarten, weil jetzt nicht jeder das immer installiert hat. Mhm. Ja, perfekt. Gut, dann möchte ich damit auch schließen. Der Jakob ist auf jeden Fall ja noch da für Fragen. Wer jetzt noch auf ihn zukommen möchte, kann sich gerne an dich wenden. Danke nochmal für deinen Vortrag. Danke.